No to chcesz za parę lat, za rok osiągniesz. To co chcesz za parę lat, za rok osiągniesz. To co chcesz za parę lat, za rok osiągniesz. Kommen Sie mir nicht näher! Ich sag's Ihnen noch einmal, Mann! Du bist behindert, fuck! Kommen Sie mir nicht näher, Dren! Halten Sie Abstand! Fuck, Alter! Wenn Sie noch meinen Bruder schlagen, schlag ich Sie... Oh. Was ist mit dir falsch, yo? Ich hab mich doch nicht erlebt! Halt deine Fresse, verpiss dich, yo! So dumm, Samira, echt! So, die Dame! Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ja, warum schlagen Sie denn meinen Sie Bruder? Sie sind hiermit verhaftet! Sie haben das Recht zu schweigen! Sie haben das Recht auf einen Anwalt! Sie haben das Recht auf Akteneinsicht! Sollten Sie keinen Gebrauch von Ihrem Recht machen, werden Sie... Alter! Ich werde ihn auch Handschuhe anlegen. Oder ja. Sie bleiben einmal stehen, hey! Stellen Sie sich an die Wand. Ey, Katastrophe, ehrlich. So. Was testet er mich ohne Grund mehr? Das tut weh, Scheiße. Sie muss sich einmal beruhigen. Ey, Motherfucker, du bist. Say what? Schon wieder, Alter. Ja, fuck, was bin ich? Ja, Motherfucker, du bist es schon wieder, Alter. Was geht, Mann? Scheiße, nicht viel, Mann. Ah, Scheiße, Mann, du bekommst jetzt auf jeden Fall von mir die vorsätzliche Körperverletzung. Ja, Homie, das sind 20 Einheiten, nein, das hättest du dir echt sparen können. Ja, sie juckt mich ein Scheiß, Mann. Hättest du dir sparen können, Diggi. Oh, fuck, wenn der dickige C6 da hinten meint, yo, einfach zu Taser, Mann. Yeah, yeah, Mann. Alright, Homie, dann dreh dich mal bitte um, ja. Ja, fuck, warum soll ich mich umdrehen? Ja, ich möchte einmal deine Taschen durchsuchen, ja. Meine Tasche willst du durchsuchen? Ja, auf jeden, Homie. Warum das denn, Mann? Einfach nur so, ja, Alter, zu sagen. Fresse, sagst du noch einmal zu mir, Homie, und ich diese Scheiße loskriege, man? Polizei der Fresse, Frau Hühl jetzt. Ja, Homie, hören Sie auf. Sagst du gerade zu mir, oder was? Was bist du? Bist du C6 oder was bist du, fuck? Ey, yo, was redest du mit mir? Ich bin Bloodman. Du bist, was bist du? Ich bin Bloodman. Fuck, du bist ein Slob, fuck! Yo, fuck, das ist ein Slob, yo! Will, hier bin ich falsch, Alter. Stehen geblieben. User left mit Sicherheit bleib ich nicht stehen, yo. Wenn stehen hier noch... geblieben. Nein, Mann, fuck, warum soll ich hier stehen bleiben, yo? Der eine tasert mich ohne Grund, yo. Ich bleib stehen, ich höre auf seine Anweisung, fuck. Er tasert mich ohne Grund. Der eine alles sagt, gut. Er ist ein Blatt, fuck. Wo bin ich denn gelandet, man? Alles gut. Ein Kopf sagt mit. Zu mir, er ist ein Blatt, fuck. Ich bin jetzt auch da, kommen Sie mit. Nee, fuck, yo, ich verliere mich, man. Kann mir jemand die Handfesseln lösen, fuck? Ja, schauen wir gleich mal. Ich weiß nicht, warum sie die haben. Er sagt zu mir, er ist ein Slopfuck. Er ist ein Gangmitglied hier weit und ist fuck, Alter. Einfach mal hier stehen bleiben, bitte. Yo, ja. Yo, hast du gehört, yo? Ich bin auch gefesselt, ja. Yo, fuck, Holmes, red nicht mit denen, das ist ein Slopfuck. Tut mir leid, Kando, ich wollte nur, der hat dich geschlagen. Six flying, five dying. Ich konnte nicht anders. Du bist Bruder für mich, weißt du? Natürlich schlage ich ihn zurück. Normal, man. Er tasert mich ohne Grund so, fuck, als wenn ich irgendwie hier gemeingefährlich bin. Ich bleib stehen. Ja, hab ich gesehen. Bleib stehen, yo. Ich bewege mich keinen Millimeter und er tasert mich, macht so einen Backflip. Digga, Kopf, fuck, Alter. Ey, ist das nicht dieser dieser Ballers? Oh. Alter, der Fresse, verpiss dich. Mit dir rede ich nicht, Alter. Können Sie mich mal bitte entfesseln? Ey, Homie, warum redest du nicht mit mir, Mann? Können Sie mich mal bitte entfesseln? Dreckiger Slop, Alter. Ja, wie redest du mit mir, Mann? Six Flying, Five Dying, Motherfucker, COB. Ja, halt die Schnauze, Mann. Entfesseln was, Sie mich doch mal nicht, ganz was kurz, willst du machen, wenn nicht, Mann? Was willst du wer machen, von uns beiden geht hinter Gitter, Mann? Oh, fuck, denkst du, du bist irgendwas, fuck, Mann? Digga, halt die Fresse, Mann. Halt dein Maul, fuck! Pü, fuck! Ja, und du stehst auf der falschen auf, Seite, fuck, Homie. Ja, wo steh ich drauf, Mann? Fick nicht mit dem Platz, Mann. Dein Maul, fuck, fick yo. Dich mit dem Platz, man! Ja, du kleine Pussy, Mann! COB, Motherfucker! COB! Halt's Maul, Mann! Yo, fuck, wenn es was wenn ja, ich, will? Ich will dir helfen, Mann! Du was wenn ich, ja? Akte von mir, yo, was wenn ich? Bell doch noch weiter! Name. Bell ich weiter, fuck! Name. Fuck, bell weiter! Bell! Wie war nochmal dein Name? What's popping, Blood? Das ist mein Name! Wie war dein Name, sag's mir! Sag mir deinen Namen! Hab ich gerade gecallt, man! Der Herr, können Sie mir jetzt Ihren Namen nennen? Red ich nicht, man. Verpiss dich. Du bist ja Blatt, wie du gerade gesagt hast. Alles klar, der Agent kann ihn dann, kann einer von Ihnen dann den Herrn nach seinem Namen fragen. Er möchte nicht mit mir reden. Einfach den Ausweis aus der Tasche nehmen, keine Ahnung. Er möchte
Ganz. Wer versteht sie gerade? Irgendwie sind sie ein bisschen heiser. Hören Sie mich? Jetzt. Ziemlich heiser, ne? Hey, Nia. Ja. Hallo, hallo. Na, die Damen, kommen Sie mal wieder zurück. Ne? Wir sind polizeiliche Maßnahmen und hier ja, nicht. Dann gewöhnt sich dran. Geht wieder. Nee, ich kann eh keine Tür hier aufmachen. Kommen Sie mal bitte zurück. Ja, klar. Ja, können Sie mich alles klar, bitte? Kurze Sache zu dem Tathergang. Stellen Sie sich hier mal hin. Wir haben Sie angehalten. Gespannt. Danke. Auf wegen einer Beleidigung, ja. Dann haben wir die angehalten, sind alle ausgestiegen. Ja. Dann ist der Kollege vor mir, ja, also der Herr hier in Handschellen, aggressiv gegenüber meinem Kollegen, hat sich nicht entfernt, dann wollte mein Kollege ihn festsetzen, hat ihn getasert, dann ist die junge Dame durchgedreht, die da zu seiner Rechten steht, ja. Hat ihn geboxt, ja. Er war allerdings schon in Fesseln, also er hat nichts mit dem Boxen zu tun, und dann haben wir sie in Fesseln gelegt, dann ja. Der Herr, der hier auf dem Boden lag, ich weiß ja nicht, sie kam da schon angefahren, hat meine beiden Kollegen bewusstlos geschlagen. Ich? Schlagen? Nee, nicht sie. Ja, der hat sie bewusstlos geschlagen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, nächstes Mal müssen sie auf jeden Fall schneller durchfunken, ne? Ja, mein Funkgerät funktioniert gerade nicht, deswegen habe ich auch mit Glück gerade gefunkt. Kümmern Sie sich auf jeden Fall darum, dass das demnächst funktioniert, ja, das ist extrem wichtig. Der Herr hinter Ihnen, der hier zu Boden liegt, hat die Herren Officer zusammengeschlagen. Bewusstlos geschlagen, richtig. Gut, also die Dame hat den Officer angegriffen, der Herr hier hat eigentlich nichts gemacht, außer beleidigt. Und der Herr hat... Darf ich mal kurz unterbrechen? Habe ich das so richtig verstanden? Richtig. Er hat die grundlos getasert, ist ja wohl klar, dass ich ihn dann um einen Boxen gehen hier, ne? Dazu kann ich natürlich nichts sagen, ja. Fuck, weil dieser komische Puto da die ganze Zeit sagt, nimm Abstand, ich bewege mich keinen Millimeter, er kriegt so einen Autismus-Kick, macht so eine Backside-Rolle und tasert mich, fuck. Was ist denn das für ein Typ? Also wenn der Kollege gesagt hat, nehmen Sie Abstand und Sie nehmen keinen Abstand. Ja, ich stande da, er sagte zu mir, wortwörtlich, mach keinen Schritt mehr zu mir, er geht zurück, ich sage, alles klar, fuck, cool man. Nein, wir haben sie aufgefordert, ja, fuck, du warst ja gar nicht bei, man, du warst da mit diesem... dabei. Du kommst haben sie aufgefordert, den Ort hier zu verlassen, einmal weiterfahren. Ja, genau. Sie haben sich nicht entfernt, sie sind erst dazu gekommen. So lange ist jetzt wieder im Bau. So, und da hast du mit mir getaucht, oder mit der komischen Sie fahren weiter, jetzt. Ich darf doch hier wohl parken, oder? Weiterfahren. Sagst du nichts zu, ne? Der eine Typ, ja, der da auf dem Boden liegt, hat mit mir getan. Yo, Homie, hör mir zu. Halt deine Fresse. Alles gut, steigen Sie ruhig raus, alles gut, aber kommen Sie nicht zu nah. Was? Bitte? So, stehen bleiben. Du hast echt einen Autismus, kriegt der Stromes, stehen bleiben. Man. Ich weiß nicht, was Sie gerade von mir wollen. Die haben alle hier Autismus, die haben alle Autismus hier. Der ist ein kompletter Spaß, fuck, was bist du? Hören Sie mir mal zu! Nee, brauch ich nicht, fuck, real talk, yo. Der hat eine zwiegespaltene Persönlichkeit, dieser komische Keck, yo. Ja, drauf wird auch nix gemacht, ne? Ist ja wohl klar. Ganz kurz User disconnected von Ihrem ersten Recht Gebrauch machen, ne? Damit ich Ihnen auch mal erklären kann, was hier überhaupt Sachlage ist. So, erstmal die Sachlage. Nichts ist gut, alles klar, dann führen Sie die beiden Personen auf wegen mehreren Totschlags, fertig. Nein, okay, wir hören zu, wir hören zu, ist okay. Einfach zuhören, mehr will ich doch gar nicht von Ihnen, ich erkläre Ihnen alles. Warum schreien Sie so, chillen Sie mal? Weil Sie einfach nur ein bisschen denken müssen, selber, ja? Ich will nicht sagen. Wir wollen Ihnen helfen, ja, wir wollen das hier aufklären, damit hier auch nichts falsch läuft, auch von den Seiten der Cops, ja. Und Sie unterbrechen mich hier permanent. Herr Kollege? Ich bin hier, um Sie zu verkaufen. Okay, entspannen Sie sich, meine Güte, reden Sie jetzt. Ja, aber das ist hier mit jedem so. Kando, sei mal kurz ruhig. Also. Kando, sei doch mal kurz ruhig, Mann. Das triggert mich übelst. Also, wenn ein Kollege zu Ihnen sagt, halten Sie Abstand, heißt das, meistens gehen Sie noch weiter zurück, als Sie jetzt schon sind, ja? Wenn Sie das nicht machen, ist der Officer dazu verpflichtet, ja, das durchzusetzen. Sprich, das ist der Officer, der 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 ist der Officer,